Hey, hey, Leute, Andi hier und herzlich willkommen zurück zu Doki Doki Literature Club Part Nummer 18, A Normal VN Part Nummer 2. Aber das habe ich nicht alles in den Titel das letzte Mal reingeschrieben und ich musste hart lachen, weil ich habe im Video ja noch, raste aus, Alter, ich habe im Video ja noch gesagt, ja, ich denke mal, komm, Dienstag oder so hoch und dann war ich einfach bei mir zu Hause und da stand dann, ja, Verarbeitungsfehler. Geht nicht. So, danke, YouTube. Du bist Beste. Deswegen bin ich nach Hause gefahren, hab's nochmal neu gerendert und dann später bei Chris hochgeladen. Und wir haben noch etwas zu erledigen. Ich bin mal gespannt, ob wir das in diesem Part hinkriegen. Denn wir haben ein bisschen Privatsphäre vor uns. So, als wir reingehen, begrüßt uns die gewohnte Szenerie. Maus, hau mal ab. Ich weiß gar nicht, ob ihr das seht, ey. Buja! Hätte ich doch bloß einmal weitergeklickt, dann hätte ich euch viel mehr anteasern können. Aber ich glaube, ihr habt genug Cliffhanger in der letzten Zeit bekommen. Von daher, let's go! Es ist Sonntag. Und es ist Zeit dafür, dass Yuri auftaucht. Es ist unser erstes Date. Seitdem, was wir einen Tag vor dem Festival hatten. Ich gebe zu, ich bin ein bisschen nervös hier. Ich könnte viel verkacken. Ist übrigens bei allen vier Mädels auch so. Also von daher, nur für die Leute, die Monika... Just saying. Die Anspannung lässt mich nicht warten und ich schaue die Tür die ganze Zeit erwartungsvoll an. Glücklicherweise taucht Yuri schnell auf. Ich gehe und beantworte das Klopfen an der Tür. Hallo Andi. Es ist schön, dich zu sehen. Es ist auch schön, dich zu sehen, Yuri. Bitte, komm rein. Danke. Sie hält ein Buch, wie gewohnt. Sie tritt ein und beginnt hochzulaufen. Wir sind schon fast fertig, ha? Ich denke, das sind wir. Es sind nur noch 30 Seiten. Wir haben auf jeden Fall letzte Woche viel geschafft, ha? Da liegst du nicht falsch. Aber egal, lass uns loslegen, okay? Okay. Sie sitzt auf meinem Bett. Ich setze mich rechts von ihr hin. Wir sitzen genauso parallel wie an dem ersten Tag im Literaturclub. Vermutlich eine Anlehnung an die erste CG, wo die an diesem Tisch gesessen haben, denke ich mal. Yuri scheint aber ein bisschen komfortabler dieses Mal damit zu sein. Wir fangen mit dem Lesen an und kommen dabei so langsam in unsere normale Routine mit dem, dass sie die Seite wirft und er sie fängt oder andersrum. Ich glaube, wenn er rechts von ihr sitzt, dann muss sie die Seite, oder? Das ist japanisch, oder? Es ist anders. Ich weiß es doch nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Mir fällt auf, dass je näher wir dem Ende kommen, beginnt zu tear up, dass sie Tränen in den Augen bekommt. Die Szene ist sehr emotional, aber ich habe noch nie jemanden deswegen sowas weinen sehen. Ich versuche, sie ein bisschen... zu komforten, also halt eben dafür zu sorgen, dass sie sich ein bisschen besser fühlt, indem ich meinen Arm um sie lege. So ein bisschen wie so eine seitliche Umarmung. Am Anfang ist sie verwirrt, aber dann beruhigt sie sich und liest weiter. Als wir bei den letzten beiden Seiten des Buches angekommen sind, schluchzt sie leicht. Ich drehe mich zu ihr. Yuri. Oh, Andi. Es tut mir leid. Manchmal... kriegen mich diese Bücher einfach, weißt du? Es scheint doof zu sein, es irgendwie so zu sagen, aber eine gute Story kann deine Emotionen wirklich umdrehen. Guckt euch an, wie süß sie ist! God damn it! Aber ist schon, jetzt mal Spaß beiseite, irgendwie echt süß auf jeden Fall. Und, ich habe die Seite von Monika auch schon gesehen, weil Matze die mit Cam gespielt hat, also hat Bildschirmübertragung gemacht. Und es ist echt süß, ungelogen. Und ich klaue euch mal die Monika-Story nicht. So. Mach dir keine Sorgen. Ich weiß, was du meinst. Ich will einfach nur sicher gehen, dass du okay bist, das ist alles. Ich stimme dir zu, dass dieser Teil des Buches echt traurig ist. Du wolltest nach mir sehen? Ich... bin okay, mach dir keine Sorgen. Natürlich bist du das. Ich wollte nur sicher gehen. Du bist mir wichtig, weißt du? Danke, Andi. Das ist gerade meine Fanfiction hier. Also, es fängt zumindest an. Das ist sehr süß. Ich lächle sie an und durch
leichte Tränen lächelt sie zurück. Wir beenden das Buch und damit ist es vorbei. Nun sitzen wir hier, still. Ich weiß, dass beide unsere Gedanken gerade rasen und darüber nachdenken, was wir gerade gelesen haben. Hast du das Buch gemocht, Andy? Tell her that you disliked it. Als ob. Ja, Juri, also, wir haben das Buch zwar zusammen komplett gelesen, aber eigentlich will ich nur in dein Höschen. Von daher, eigentlich war das Buch echt scheiße. Nein, Quatsch. Tell her that you liked it. Was soll ich denn sonst sagen? Soll ich sagen, fick dich? Nein. Es war gut. Es hat mir Spaß gemacht. Danke, dass du es mir gezeigt hast. Das freut mich zu hören. Ich würde das gerne irgendwann nochmal machen. Ich auch. Ich hoffe, dass du ein anderes Buch hast. Dann kann ich es nicht erwarten, es zu lesen. Nun ja, ich habe ein paar. Ich werde ein gutes heute Nacht raussuchen. Und nun, gibt es etwas, das du vorher tun wolltest, bevor ich abhaue? Ja, hoffen, dass du dich nicht wieder umbringst. Wir haben immer noch ein paar Stunden Zeit. Wir könnten etwas Fernsehen gucken. Du magst Horror, oder? Ja, ich liebe Horrorfilme. Und ihr fragt euch, warum das passt, Leute. Ich sag's nur. So, ich mag Horrorfilme. Was ist denn, was läuft denn so? Ich muss mal gerade ganz kurz speichern. Ich habe Angst, dass jetzt noch eine Frage kommt. Ich schnappe mir die Fernbedienung und mache den TV an. Ich flippe durch die Channel und als ich zu DVD komme, hält Juri mich auf. Oh, was ist DVD? Also ich weiß, was eine DVD ist, Leute, aber ist DVD ein Channel? What the fuck? Oh, das ist ein guter. Wollen wir den gucken? Jo, okay. Wir haben ein paar Minuten verpasst, aber das ist nicht so wichtig. Juri scheint es zu mögen, aber ich habe voll Angst. Und am Ende ist es, komme ich sogar bei dem Punkt an, dass ich in Juris Schoß liege und kauere. Andi! Ich realisiere, was ich getan habe und gehe schnell weg. Ich denke, es ist meine. Ich bin an der Zeit zu fragen, ob du okay bist. Ich bin okay. Ich habe mich nur ein bisschen erschreckt für eine Sekunde. Aber es ist okay, ehrlich. Was? Warte mal, hat er das nicht gesagt? Ich habe noch nicht mal gesehen, wie es aufgetaucht ist. I actually really liked that, by the way, so you can go back if you want. Okay, ich mochte das eigentlich nur mal so nebenbei. Also kannst du auch gerne zurück, wenn du möchtest. Boah, du hast es ein bisschen schnell gesagt, Juri. Es war mir eigentlich egal. Es hat mich nur erschreckt, ist alles. Ich liebe einfach, dass sie komplett, also sie hat einfach, und das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich sie so ultra süß finde, sie hat diese inneren Gefühle, wie zum Beispiel, dass er es gerade schön fand, dass der Kopf auf ihrem Schoß lag. Oder was auch immer ich gerade auf ihrem Schoß alles gemacht habe. Und sie hat einfach so diesen Moment, dass sie einfach so sagt, ach, mach das doch weiter. Und sie traut sich aber nicht, es zu sagen. Und ist halt so ein bisschen composed, heißt das Ganze. Also sie erhält noch so ein bisschen ihre Fassade, sag ich mal. Und dann, ich find's immer mega süß, wenn sowas mal so zwischendurch durchbricht. Das haben Zundere teilweise auch, aber die versuchen es dann so ein bisschen zu kitten, sag ich mal. Und sie ist einfach so, ja, ist halt so. Und ich hab's jetzt gesagt und jetzt ist okay. Und das finde ich ganz gut eigentlich. Gott. Ich glaube, dieser Mod verrät viel über mich und meine Beziehung mit Juri. Gott. Spielt Monika, Leute. Ungelogen. Lohnt sich. Du kannst dich bewegen, wenn du möchtest. Nun ja, wenn du das denkst. Ich bewege mich zurück. Und Juri legt ihre Hand auf meinen Kopf. Und so bleiben wir. Ach so, zurück in ihren Schoß legen. Und sie legt die Hand auf meinen Kopf und so bleiben wir. Und so schauen wir auch den Film weiter. Und ich weiß, dass es ihr gefällt. Mir auch. Der Inhalt. The content size. Ach so, ihre leichten Ausatmer sorgen dafür, dass ich mich irgendwie gut fühle. Nach einer Weile endet der Film und wir bleiben so, bis Juri endlich beginnt sich zu bewegen. Sorry, ich muss jetzt leider gehen. Ich fühle mich schlecht, aber ich sollte nach Hause, bevor es dunkel wird. Falls das okay ist. Mach dir keine Sorgen. Ich bin froh, dass du gekommen bist. Wir sehen uns morgen.
Bye. Wir sagen auf Wiedersehen und Juri, haut ab. Ich bemerke, dass ich auch jetzt nicht sagen kann, dass ich sie liebe. Und ich mag vielleicht nicht so schüchtern sein wie Juri, aber ich hab auch nicht diese große Portion Selbstvertrauen nach dieser ganzen Zeit. Das ist echt kacke. Aber immerhin ist es ihr egal. Es ist wieder Sonntag und meine Aufregung könnte nicht höher sein. Also wir haben jetzt, bevor ihr euch fragt, was abgeht, wir haben jetzt immer ganz viele verschiedene Sonntage dahinter. Und ich muss aber auch sagen, ich bin gespannt. Das ist so mit der einzige Mod, den ich kenne. Und wenn wir das nächste Mal einen Mod machen, was jetzt nicht sofort im Anschluss sein wird, da werde ich am Ende des Parts vielleicht noch ein, zwei Sätzchen zu sagen, dann wird es ein Mod sein, den ich nicht kenne. Und zwar sehr wahrscheinlich Our Time. Oder irgendwas anderes in die Richtung. Gibt ja noch ein, zwei andere, die auch ein bisschen mehr in die Horror-Richtung gehen. Aber dazu am Ende des Videos mal ein bisschen mehr. Juri hat fast den gesamten Montag, Dienstag, Mittwoch damit verbracht, über letzte Woche zu reden. Und Donnerstag und Freitag, wie sehr sie sich auf heute freut. Und ich höre ein Klopfen an meiner Tür. Ich stehe auf und öffne die Tür. Und da steht Juri mit einem Buch in ihrer Hand. Hi, Andi. Bist du wieder bereit, mit mir zu lesen? Natürlich. Komm rein. Juri ist ihr gewohntes Selbst. Also habe ich ein anderes Buch für uns zum Lesen mitgebracht. Cool. Warum setzt du dich nicht hier rüber? Danke. Ich zeige auf die Couch und sie setzt sich hin. Wo hast du denn eine Couch? Ding. Wo? Ich sehe nur ein Bett mit zwei Kissen. Ein PC. Eine Taschentücherbox dahinter bestimmt. So. Ich setze mich hin, als sie mich fragt. Das mag vielleicht komisch klingen, aber hast du Sachen hier, um einen Tee zu machen? Du könntest in der Küche nachschauen, direkt da hinten. Okay, ich gehe mit ihr in die Küche. Langsam und delikat, also so, ne? Öffnet sie jeden einzelnen Schrank, bis sie das Teeset findet. Ich wusste nicht mal, dass wir eins haben. Also habe ich nie geschaut. Ich schnappe mir einen Kessel und fülle ihn mit Wasser. Normalerweise benutze ich ihn zum Kochen. Es ist ein einfacher Weg, um Wasser aufzuheizen. Aber das hier ist der gedachte Zweck dahinter. Also es ist kein Kochtopf, sondern diese Teetöpfe, die man auf den Herd stellt und dann... Ihr wisst, was ich meine. Boah, war die Erklärung peinlich. wir bereiten Tee für uns beide vor. Mit Teetassen, von denen ich auch nie wusste, dass wir sie gehabt haben. So würde es mir ungelogen 1:1 auch gehen. Sobald der Tee fertig ist, schenkt sie uns welchen ein und wir gehen zurück auf die Couch. Ich setze mich neben sie hin und stelle meine Teetasse auf den Tisch nebenan. Sie beginnt ein bisschen näher zu rücken. Sie setzt sich, also sie ist an ihrem Platz angekommen. Ich halte das Buch und wir machen da weiter, wo wir aufgehört. We picked up where we left off. Sie hat doch ein neues Buch mitgebracht. I hold the book we pick up where we left off. Oder allgemein in dieser Pose. Es ist nur ein oder zwei Seiten, als ich einen ständigen Regen höre. Und Juri freut sich. Das ist perfekt. Tee, Regen, ein gutes Buch. Und mein... fester Freund neben mir. Sie hat eine schwere Zeit, mich ihren Freund zu nennen. Du hast recht, das ist toll. Es ist eine schöne Art, den Tag zu verbringen, richtig? Ja, danke, dass du mich eingeladen hast, Andi. Danke, dass du gekommen bist, Juri. Das ist zur Hälfte auch dein Verdienst, weißt du? Ich denke, sollen wir weitermachen? Ich lächle, nicke und wir drehen uns zurück zu unserem Buch. Ich bin so invested, also ich bin so im Buch drinne. Aber Juri scheint die ganze Zeit nur auf meine Reaktion zu schauen. Ich denke, das ist ein Kapitel, was er schon gelesen hat. Also blätter ich die Seiten nach meiner eigenen Geschwindigkeit um. Ich bemerke, dass sobald ich an gewisse Stellen komme oder gewisse Charaktere, dass sie irgendwie nervös wird. Als wenn sie wissen wollte, wie ich auf diese Person reagiere. Es scheint, als würde sie sich mit diesem Charakter ein bisschen identifizieren. Ich habe noch nicht mal gemerkt, wie schlimm der Sturm draußen ist, bis auf einmal der Strom ausfällt. Warum sind trotzdem die Lichter an? Warum sitzen wir noch in der Küche? MC, was ist los? Wir lesen in der Küche. Ich widerstehe dem Drang zu lachen wegen Juris Schreck,
und ziehe mein Handy raus und mache das Licht an. Juri schaut mich enttäuscht an. Scheint, als könnten wir wohl nicht mehr viel weiterlesen, oder? Nun ja, es wird mich nicht stören, mein Handy als Taschenlampe die ganze Zeit hochzuhalten. Wir könnten natürlich auch einfach die Sicherung reinmachen, wie der normale andere, aber... Sicherungen! Ich finde ja noch nicht mal der T-Set. Solange ich auf das Buch richte, wird's okay sein. Gute Idee. Ich weiß... I don't know how I didn't... Ah, ich weiß gar nicht, warum mir das nicht eingefallen ist. Juri stammelt ein bisschen. Aber ich denke weniger von Nervosität und mehr von der Temperatur. Der Stromausfall muss dafür gesorgt haben, dass die Klimaanlage ausgegangen ist. Ich kriege eine Idee. Warte, hier, ich bin bald zurück. Ich hole uns ein paar Decken. Ich fange an hochzugehen und gehe in meinen Schrank. Ich schaue und finde nur eine Decke. Das macht Sinn. Weil ich gerne alleine hier bin, aber es hilft mir nicht sehr viel. Ich gehe wieder runter. Hier, du kannst sie haben. Ich gebe ihr die Decke. Sie legt sie um und schaut mich dann an. Wo ist deine? Ich hab nur eine. Es ist mir aber egal. So kalt ist mir nicht. Auch wenn mein Körper zeigen wollte, dass ich lüge. Als ob mein Körper zeigen wollte, dass ich lüge, habe ich danach sofort einmal genossen. Tschuh! Ach, Gesundheit. Danke. Sie nimmt die Decke von sich und hält sie mir aus. Hier, bitte nimm sie. Es wäre mir lieber, dass du sie nimmst. Ich habe eine Idee. Alter! Ich habe eine Idee, dass wir sie teilen. Aber wäre das nicht komisch? Gott, diese japanischen Teenager, Alter! So geil, erinnere mich an ein Bild, so ein Meme, was ich vor, boah, 2 Jahren oder so gesehen habe. Ich kann mich nicht mehr ganz dran erinnern, aber so, siehst du so ein Mädchen, was so mit so einem jungen Händchen hält. Und siehst du, also sie so, oh, wir halten Händchen. Und hast du unten in diesem Meme-Text einfach nur, und du willst auch noch, dass er dich beim Vornamen nennt, du Schlampe, oder? Mega witzig. Gerade weil das in Japan ja auch immer so eine krasse Sache ist, mit den, sobald man quasi sich mit Vornamen da betitelt, ist man sofort verheiratet. Das ist echt krass. Kam gerade brutal unlustig rüber, von daher machen wir bitte weiter. Wie würde sie reagieren, wenn ich das sage? Was sind das für Optionen, Alter? Das sind alles rhetorische Fragen. Seid ihr behindert? Aber just for the lulz zeige ich einfach mal, was da steht. Refuse to take it. Nimm es, Juri. Ernsthaft. Ich werde nicht mehr niesen. Ich verspreche es. Sie scheint drüber nachzudenken. Okay, aber ich würde es hassen, dich krank zu sehen. Natürlich nehmen wir Share the Blanket. Okay, aber er hat schon wirklich Text geschrieben und nicht einfach nur... Nein, bitte. Lass ihn uns teilen. Und dann kriegst du wieder die Option. Dann brauchst du mir auch keine Option geben. Vielleicht könnten wir die Decke ja teilen. Ich werde stiller mit jedem einzelnen Wort. Aber irgendwie hört mich Juri trotz des starken Regens. Was? Ich wusste, es war eine schlechte Sache zu sagen. Aber sie scheint deswegen komplett aufgeregt zu sein. Ich versuche die Situation zu lösen, als sie es selber tut. Das wäre mir egal. Ich lächle leicht, nehme die Decke und lege sie um uns beide, sodass wir beide darin eingeschlossen sind. Wir legen unsere Arme drauf und fangen an weiterzulesen. Andi, das ist sehr romantisch. Ja, absolut, in der Küche. Richtig geil, auf jeden Fall. Mach bitte den Herd aus. Ich hätte niemals gedacht, das mit jemandem jemals zu tun. Danke. Du hättest niemals gedacht, du würdest das mit jemandem tun? Nicht wirklich. Es ist komisch, wenn ich, es ist komisch, mit jemandem so viel zu reden wie mit dir. Habe ich wirklich gerade reden gesagt? Es ist komisch, für jemanden so viel mit mir zu reden, wie du es tust. Es ist toll. Es ist so, dass niemand normalerweise mit mir reden würde, außer um Hausaufgaben zu kriegen oder sowas. Es ist schön, jemanden zu haben, mit dem ich über meine Gedanken und meine Gefühle reden kann und wo es okay ist, es rauszulassen, weißt du?
mir ist noch nie wirklich aufgefallen, dass Yuri so alleine gewesen ist, aber ich denke, das kommt davon, wenn man so viel zu sich selber, für sich selber behält. Ich bin froh, dass ich das für dich sein kann, Yuri. Mir fällt übrigens lustigerweise gerade ein, dass Lisa und ich die zweite Season von 13 Reasons Why durchgeguckt haben. Irgendeiner von euch auch, weil Thema Mobbing ist ja auch wieder hart mit dabei und die letzte Folge war krass. Nicht wegen dem, was ganz am Ende passiert ist, sondern, wie sag ich's jetzt ohne Spoiler, Freunde? Nennen wir sie mal die Wischmob-Szene. War heftig, Alter. Einfach krass. Alles andere dagegen war... Okay, weiter. Aber das muss jetzt einfach mal raus. Ich komme darauf gerade nicht, weil ich mir ein Wischmob hier gerade vorstelle. Das ist es nicht für diejenigen, die Szene kennen. Aber, ich bin nur gerade im Kopf abgedriftet wegen Mobbing und heftig und schieß mich tot, auch wenn sie nicht gemobbt wurde, aber dieses Ausgeschlossensein in der Schule ist vermutlich auch einfach echt scheiße für die Betroffenen, ganz ehrlich. Und das kann einen schon hart runterziehen, deswegen kam ich da gerade drauf. Und zudem, so zu lesen ist ja auch spaßig, egal wie. Ha, wir haben gelesen, oder? Lass mal zurückgehen dazu. Und genau das tun wir. Am Ende des Kapitels... Als wenn das Universum es getimed hätte, hört der Regen auf. Sie schließt das Buch und schaut auf die Zeit. Nun ja, ich denke, ich sollte abhauen. Wir sehen uns dann Sonntag, oder? Natürlich. Ich habe das wirklich genossen. Und wir können wirklich jeden Sonntag so verbringen? Sie versucht dem Augenkontakt zu entgehen, schüchtern wie immer. Ich springe allerdings auf diese Gelegenheit. Lass mir das einfach mal raus. Das hört sich gut an für mich. Also, wir sehen uns morgen. Ja, wir sehen uns. Und damit haut sie ab. Der nächste Sonntag bricht an. Könnt ihr diese Mod nicht lieben, Freunde? Könnt ihr dieses Bild von ihr nicht lieben, Leute? Ich verstehe das nicht. Das ist einfach so ultra, mega, super cute. Super geil. Genau wie jeder andere Sonntag warte ich geduldig darauf, dass Yuri auftaucht. Wir haben das nun schon ein paar Mal gemacht und ich denke, es fängt an, normal zu werden. Also zur Gewohnheit zu werden, dass sie vorbeikommt. Und übrigens, keine Angst, es kommen jetzt keine 5 Parts Doki Doki, wo wir nur jeden Sonntag irgendwas Kleines Romantisches machen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn jetzt irgendjemand sterben würde oder so. Aber ich glaube, dass wir das in diesem Part beenden. Ich weiß es aber nicht. Von daher schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da darf ich aber auch nicht mehr so viel Kacke labern. Es ist immer noch aufregend jedes Mal und irgendwie ein Faktor in der Motivation, die Woche rumzukriegen. Aber jetzt ist es irgendwie eine andere Art von Aufregung. Als ich darüber nachdenke, klopft Yuri an die Tür. Hallo Andi! Sie steht da in Casual-Klamotten wie immer, weil einfach man kein anderes Outfit mehr hätte kurz designen können. Und dieses Mal hält sie unser Buch wieder unterm Arm. Sie schaut mich sofort an und, also guckt so ein bisschen traurig oder so. Beziehungsweise, ja. Ah, Andi, deine Haare, sie scheinen ungekämmt zu sein. Ah, ich erinnere mich gar nicht daran, mich gekämmt zu haben. Sorry, hab ich wohl vergessen. Sorry, ich wollte deswegen nicht gemein sein oder so. Es tut mir leid, ich wollte einfach nur, dass du es weißt. Yuri. Du bist absolut fine, girl. Und um ehrlich zu sein, danke, dass du es mir gesagt hast. Ich werde es schnell kämmen, okay? Du siehst toll aus, ehrlich. Nur anders. Yuri versucht, sich nervös zu erklären. Ich lächle und lege eine Hand auf ihre Schulter. Yuri, hab keine Angst davor, mir diese Sachen zu sagen. Es kommt von einem Ort der Liebe. Und deswegen werde ich nicht sauer. Du bist meine Freundin, weißt du? Nun... Würdest du gerne reinkommen? Sie nickt und folgt mir. Nun, okay. Ich werde schon mal für die heutigen Aktivitäten sorgen. Ich fand auch, als ich das erste Mal gespielt habe, diese Wortwahl sehr, sehr witzig. Ich fange an wegzulegen, als ich Yuri anfangen höre. Und also Pipe Up könnte auch Woo! Heißen. Lesen wir heute gar nicht? Fragt sie und zeigt auf das Buch. Nun ja, lesen ist ein Interesse von dir, die du mir gezeigt hast, richtig? Es gibt ein Interesse von mir, die ich dir gerne zeigen würde. Heute zocken wir eine Runde. Ah! Videospiele?
Ich habe diese noch nie gespielt. Nur mal als kleiner Teaser. Ich weiß gar nicht, warum ich euch unbedingt diesen Monika-Part spielen lassen will, weil ich weiß einfach, dass ihr das... Ich meine, ich weiß ja, wie sehr mir mein Part gefällt und ich weiß, dass Matze auch mega viel Spaß an Monika hatte. Und deswegen, aber nur mal so als kleiner Teaser. Monika hält nicht zum ersten Mal einen Controller in der Hand. Just saying, bros. And brodettes. Dudes und Dudettes eher dann. Ich hab die noch nie gespielt. Ich dachte immer, dass sie für Kinder sind. Nein, überhaupt nicht. Vertrau mir, es wird spaßig. Ich werde bald zurück sein, okay? Sie schaut besorgt aus, aber akzeptiert das Ganze ruhig und setzt sich hin. Ich gehe hoch und grab schon mir die Kabelkonsole, Controller und ein paar Spiele. Und ich erinnere mich daran, dass ich nochmal herkämmen muss. Ich weiß nicht, welches der Spiele ich Yuri zeigen sollte, deswegen speichere ich auch gerade mal. Wenn ich das Korrekte nehme, interessiert sie sich vielleicht mehr für mein Hobby. Ich gehe runter und setze mich an die Couch. Und sehe sie auf der Couch sitzen und warten. Ich schließe die Kabel an den Fernseher an und grapsche die Spiele. Eine Sache, die ich auch vielleicht vorher hätte machen können, bevor sie gekommen ist. Also, was für ein Spiel spielen wir? Okay, jetzt kommt die Entscheidung. Ich glaube, ich weiß schon, was ich nehme. Ich frage mich an diesem Moment. Das richtig zu sein, wird ein wichtiger Punkt sein. All diese Spiele sind spaßig, aber ich weiß, dass nur eins davon das ist, was Yuri am meisten spielen wollen würde. Ein storybasiertes Spiel, obviously. Hey, lass uns das hier spielen. Gone Nuclear Vegas Blues. Ja, nennst du einfach Fallout. Ist doch okay. Ich schnappe mir Gone Nuclear Vegas Blues. Ein Game mit viel Story und Intrigen, das Yuri vielleicht mögen wird. Ich lege die Disc ein, dämme das Licht und sitze auf der Couch. Nach einer halben Stunde Spielen schaue ich Yuri an. Sie ist absolut begeistert. Du scheinst sehr viel Spaß zu haben. Ich wusste nicht, dass Spiele so komplex sein können. Ich hab nur gedacht, dass das einzig Tolle daran ist, alles abzuknallen. Aber es gibt so viel anderes. Ich lächle und wir machen weiter mit dem Spiel. Sobald wir zu einem wichtigen Plotpoint kommen, frage ich Yuri nach ihrer Meinung. Was sollten wir hier tun? Was? Ich habe das Spiel schon ein paar Mal gespielt und ich habe alle Lösungen gesehen. Also, was sollten wir hier tun? Sie überlegt für einen Moment. Nun ja, das Problem kann anscheinend nicht diplomatisch gelöst werden. Aber, für die netten Leute zu kämpfen, sorgt dafür, dass du zu schwach und, also lässt dich sehr schwach zurück und quasi fast tot. Die bösen Leute, muss man sagen, ich bin fast schockiert, während meiner ganzen Spieldurchläufe habe ich mich nur auf die Seite der schlimmen Jungs gestellt, weil ich wissen wollte, wie es weitergeht. Der Fakt, dass Yuri sie beim ersten Mal direkt auswählt, passt gar nicht zu ihrer Persönlichkeit. Aber meinem Wort nachkommend höre ich ihr zu. Sie ist nicht falsch. Ich treffe auf keinen Widerstand, da ich ihrem Hinweis gefolgt bin. Du hast auf mich gehört? Das ist das, was ich gesagt habe, was ich tun würde, oder? Ich hätte nicht gedacht, dass du es tust. Das macht mich sehr glücklich, Andy. Ich habe schon alle Outcomes, also alles, was rauskommen kann, gesehen. Warum sollte ich sagen, nein, fick dich, ich will dich von meinem Hobby überzeugen, aber du darfst keinen Input haben, Bitch. Sie rückt näher zu mir, nervös. Sobald sie in Reichweite ist, lege ich meinen Arm um sie und positioniere mich so, dass ich immer noch meinen Controller benutzen kann. MC-Chan, dir ist bewusst, dass wenn du das Ganze so machst und so, dass du den Controller dann an ihren Möpsen hast, oder? Es klingt nämlich sehr süß, ist es aber absolut nicht, wenn ihr das euch mal so vorstellt gerade, wenn ihr hier vom Rechner sitzt oder so. Überlegt mal, ihr legt euch oben drum und zockt da noch so nebenbei. Also ungefähr so. Der hat die Hand an ihrem Möpsen. Krasser Typ. Sie scheint schockiert. Ah, Andi. Ich drehe mich zu ihr. Sie ist so schüchtern, dass es fast schon zu süß ist. Als unsere Augen endlich treffen, lächle ich sie an und sie lächelt mich zurück an. Ich fange an, weiterzuspielen. Und sie zu fragen, was wir an den wichtigen Punkten machen sollen. Und irgendwann
sagt sie ihre Meinung zur aktuellen Situation. Andi, das ist das beste Gefühl ever. Ist halt zocken, ne? Was willst du erwarten? Normal. Du, ich, zusammen, hier sitzend, es fühlt sich so toll an, ich liebe es. Juri, ich liebe dieses Gefühl auch und wir tänzeln beide gerade um das I love you. Ich will es niemals enden lassen. Danke. Ich lächle sie noch einmal an. Ihr Ausdruck ändert sich von ruhig zu aufgeregt. Oh ja, Boys. Oh ja, Girls. Jetzt geht's ab. Ich halt's nicht mehr aus. Bevor ich den Fakt verarbeiten kann, dass Juris Stimme sich das erste Mal so erhöht hat, küsst sie mich auf die Lippen. Auch wenn ich deswegen schockiert bin, gebe ich den Kuss zurück. So sitzen wir hier für eine Weile. Es ist, als würde die Welt um mich herum verschwinden und es ist nur ich, Juri und die Couch. Der süße Geschmack ihrer Lippen. The pull of her hand, the pull of her hair, macht die vorhin auf Medusa gerade, ey. Der Zug ihrer Hand gegen meinen Kragen. Die Wärme, die ich spüre, nachdem ich meine Arme um sie gelegt habe. Es ist perfekt. Ich fühle ihr Herz pochen in meiner Brust. Ich kann wirklich, ich bemerke wirklich, dass Juri es gefällt. Es ist das, was ich... Ach, es fühlt sich wie eine Ewigkeit an, nachdem unsere Lippen sich wieder voneinander trennen. Eine Millisekunde später kommt die Welt wieder zurück zu mir. Juri, das? Ja. Wir haben wirklich keine Worte dafür, was gerade passiert ist. Wir schauen uns gegenseitig an. Ich bemerke etwas in Juris Augen. Wie lange wollte sie das schon tun? Wir setzen uns zurück, so wie wir gewesen sind. Meinen Arm um sie rum. Ich spiele und lasse sie die wichtigen Entscheidungen machen. Auch wenn die meisten Entscheidungen die bösesten von allen gewesen sind. Es ist nur, und es wird dunkel draußen und dann möchte sie abhauen. Ja, Andi, ich sollte dir dafür danken. Ich hätte nicht gedacht, dass, heute Nacht so wird, aber ich bin froh, dass du mich überzeugt hast. Ich bin froh, dass wir zusammen sind. Alles macht mich so glücklich gerade. Zeit, mich umzubringen. Alles macht mich auch sehr glücklich, Juri. Vor allem du. Ich bin so dankbar, dass du gekommen bist. Und, that what happened that very first Sunday did take place. Und dass das am ersten Sonntag passiert ist und wirklich passiert ist? Danke dafür. Mir? Ja, du, Dummerchen. Du bist diejenige, die, sich mir geöffnet hat, also die gesagt hat, ey, ich liebe dich, yo. Ah, ich verstehe. Sie hat Schwierigkeiten damit zu akzeptieren, dass sie teilweise dafür verantwortlich ist. Sie bemerkt die Zeit. Sie winkt und sagt Abschiede, bevor sie rausgeht. Ich glaube, es gibt noch ein oder zwei Sonntage jetzt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, zur Not machen wir noch einen dritten kleinen Part, aber ich meine, es ist nicht mehr viel. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Es ist Sonntag und irgendwie fühle ich mich ein bisschen komisch. Ich freue mich, dass Juri vorbeischaut, aber ich fühle mich krank. Es ist, als ich anfange zu niesen, dass ich rausfinde, warum. Ich habe mich erkältet. Toll. Ich wollte mir ein bisschen Kaffee machen, als Juri an der Tür klopft. Also fange ich an, sie zu begrüßen. Wie auch immer. Mein Körper, ich sage ihr sofort die schlechten Nachrichten. Juri, ich würde nicht hierbleiben. Falls du noch nicht bei meinem Aussehen bemerkt hast, aber ich bin krank heute. Tut mir leid. Ah, Andi, das ist nicht gut. Aber wer kümmert sich denn um dich? Ich? Es ist niemand anderes hier, aber das ist vollkommen okay. Oh. Es ist nur, dass du ein bisschen zu krank wirkst, um dich um dich selber zu kümmern. Und ich würde mich freuen, und es wäre mir egal, ob ich dir helfe oder nicht. Also ihr wisst, was ich meine. Sie wird es nicht stören zu helfen, so rum. Ich denke drüber nach. Auf der einen Seite habe ich sie gewarnt, aber sie besteht darauf. Auf der anderen Seite heißt das, aber auf der anderen Seite wäre es gemein von mir, trotzdem da mitzuspielen. Sie muss ja nicht auch krank werden. Come back next week, bitch. Okay, Juri. Versuch einfach nur nicht krank zu werden, okay? Ich bin nicht diejenige, um die du dich sorgen solltest, Andi. Du solltest dich ins Bett legen. Ich gehe natürlich in
Ich gehe natürlich in mein komfortables Bett, das in meinem eigenen Schlafzimmer, und lege mich rein. Juri gibt mir zart die Decke und ich werfe sie über mich. Hier. Nun ja, das Beste, was du jetzt haben solltest, ist ein bisschen Medizin. Lass mich kurz mal selber was mit meinen Druiden draußen mischen. Ich bin gleich zurück. Bevor ich sagen kann, wo die Medizin überhaupt ist, haut sie ab. Während sie unten ist... Während sie unten ist, höre ich das Geräusch eines Messers, was vom Messerblock gezogen wird. Ein paar Minuten später kommt sie wieder mit einer Art pinker Flüssigkeit in so einem kleinen Becherchen. Oh mein Gott, das Zeug. Gott, das schmeckt richtig kacke. Ah, das stimmt. Der Geschmack ist wirklich nicht toll. Das tut mir leid. Könnte was anderes versuchen, wenn du das nicht möchtest. Nein, danke, Juri. Es ist nett, dass du das für mich tust. Danke. Sie scheint fast schockiert von meinen Worten. Natürlich. Ich mach das. Ja, ich soll sowas ja machen. Immerhin bist du mein fester Freund. Und ich mag's nicht, dich in so einem Zustand zu sehen. Da würde ich ganz viel tun, um dir zu helfen. Ich denke, ja, das würdest du. Eine Sache, die ich dich fragen würde, warum war das Ganze so hoch oben? Ich musste ein längeres Messer benutzen, um das irgendwie runterzukriegen. Ah, ich habe keine Ahnung. Hey, du hast es immerhin runterbekommen. Du hättest einfach einen Kochlöffel nehmen können und nicht unbedingt ein Messer, aber jedem das eine. Immerhin hast du ja bestimmt auch einen Stift wieder irgendwo. Gut gemacht. Sie lächelt und zieht sich einen Stuhl zurecht und setzt sich neben mich. Ihr Lächeln verschwindet leicht. Nach ein paar Sekunden beginnt sie ihre Hand in meine zu legen. Ist irgendetwas komisch, Juri? Nein. Ich wollte nur meine Hand ein bisschen ausruhen, weißt du? Ich frage mich ein, zwei Sekunden lang, warum sie ihre Hand in so einer Position ausruhen möchte. Bis ich bemerke, dass der Grund, den sie mir gegeben hat, kein wirklicher Grund ist. Ich folge ihrem Beispiel und grapsche ihre Hand. Andi, ich... Sie versucht, sich zu wehren, aber es fängt an, sie zu beruhigen und sie akzeptiert es. Oder sie beruhigt sich und akzeptiert es. Wir sitzen so eine Weile und für ein paar letzte Momente kriegt sie die Courage, um in die Augen zu gucken. Ich fange aus heiterem Himmel an zu niesen und ruiniere damit den Moment. Oh, Andi, es tut mir leid. Ich hab dir noch nicht irgendwas gebracht, womit du deine Nase putzen kannst. Wo hast du denn deine Taschentücher? Da drüben. An meinem Schreibtisch. Ich bete zu jedem Gott, an den ich denken kann, dass Juri nicht 2 und 2 zusammenzählt mit der Lotion, die direkt daneben steht. Boah, die Szene ist geil. Und die Szene taucht auch lustigerweise in jedem der 4 Character-Lineups ab. Also mit der Lotion. Aber natürlich nicht in dieser selben Form. Aber die Lotion und die Taschentücher werden in jeder von den 4 Formen, also jeder von den 4 Faden, erwähnt. Sehr geil. Aber so wie sich ihr Gesichtsausdruck verändert hat, als sie sich die Taschentücher grapscht, bin ich mir sicher, dass keiner meiner Götter meine Gebete erhört. Als sie sich zu mir dreht, putze ich meine Nase und werfe das Taschentuch in den Mülleimer in der Nähe. Also, können wir uns beide darauf einigen, dass du das nie gesehen hast? Ja, das ist okay. Sie durchschneidet die Anspannung, indem sie die Fernbedienung für meinen TV holt. Irgendwas, was du gucken willst, Andi? Ich glaube, ich kommt wieder eine Choice, kann das sein? Ich meine, es ist obvious, aber trotzdem. Irgendwas, was du gucken willst, Andi? Nein, du kannst was aussuchen, was du möchtest. Als sie das hört, macht sie die Albtraumtür an. Normales, also ganz normaler Horror-TV-Stuff, aber keine schlechte Show. Ich denke nach, warum Juri sich sowas aussuchen würde. Wie es irgendwie für sie zu einer guten Story passen würde und wie sie sich zu den Charakteren fühlt. Andi! Ey, was ist los? Du hast mich so angestarrt. Ist irgendwas falsch? Nein, ich bin nur gerade. Ich habe irgendwie gerade ins Leere geguckt. Tut mir leid, ich wollte nicht, dass du dich unwohl fühlst. Oh, okay. Danach dreht sie sich vom TV weg. So sitzen wir eine Weile, bis meine Hand ihre trifft und sie sich wieder zusammen interlocken, so hier. Ihr wisst was. Warum erzähle ich euch dann, ihr wisst, was ich meine? Weil ihr gut seid. Andi, ich hoffe, du weißt, aber es ist mir egal, ob ich krank werde. Es macht Spaß, Zeit mit dir zu verbringen. Ja, ich mag es auch.
Aber werd nicht krank, okay? Du, würdest dafür sorgen, dass ich mich sehr, sehr schlecht fühle. Mach dir keine Sorgen, werde ich nicht. Sie dreht sich wieder zur Show, genauso wie ich auch. Als die Sonne am Horizont untergeht, lässt sie meine Hand wieder los. Irgendwas fühlt sich fehl an, also irgendwas fühlt sich fehlend an. In der Sekunde, als sie es tut. Nun ja, ich denke, ich sollte abhauen. Auf Wiedersehen, Andi. Bis dann, Juri. Ich hoffe nicht, dass du krank wirst. Mach dir keine Sorgen um mich. Es wird okay. Danke. Wir sehen uns morgen, okay? Und damit geht sie runter. Kurz bevor sie die Tür öffnet und hinter sich schließt, höre ich ein Niesen. Toll. Mega süß. Ich werde jetzt, ist da draußen und texte direkt erstmal Natsuki so, boah, dieser Wichser. Erstmal kriege ich Erkältung von dem und dann hat er auch noch Lotion und Taschentücher da stehen. Es ist Sonntag. Technisch gesehen, unser 6-Monats-Jahres-Halbtag, ihr wisst, was ich meine. Ich glaube, das ist sogar die letzte Episode, kriegen wir, glaube ich, noch rein. Danach ist die Mod fertig. Und ganz kurz nur, wie gesagt, ich kriege sehr wahrscheinlich, das erfahrt ihr jetzt einfach mal jetzt gerade als Erste, sehr wahrscheinlich am 26. mein Internet, das ist übernächsten Dienstag. Also jetzt seht ihr die Folge vermutlich am Montag, das ist nächste Woche Dienstag. Und da kommt auf jeden Fall dann relativ zügig eine Kaffeepause. Und ich hoffe, dass danach der Uploadplan ordentlich läuft. Aber schauen wir einfach mal. Das heißt, nächste Woche Montag leider kein Video. Wahrscheinlich. Aber dafür danach die Woche. Und dann hoffentlich wieder ganz normaler Uploadplan. Aber schauen wir mal. Kriegen wir schon irgendwie hin. Auf jeden Fall Kaffeepause, Freunde. Freut euch drauf. Es ist etwas, was du normalerweise... hörst, dass Leute es feiern, aber ich fühle mich darüber echt gut. Juri taucht in meiner Tür auf. Hi, Andi. Ich lasse sie rein. Ich sehe, dass sie nicht so enthusiastisch ist, wie sie es normalerweise ist, wenn sie mich sieht. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Wie auch immer. Schön, dich zu sehen, Juri. Wir haben jetzt schon insgesamt 10 Mal abgehangen, richtig? Ja, das ist echt Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Ich erwarte, dass wir noch weiterkommen. Das hoffe ich auch. Wir stehen hier rum, ein bisschen mit einer komischen Stille, die den Raum füllt. Irgendwie sind die Sachen heute irgendwie komisch. Ich entscheide mich dazu, das einfach beiseite fallen zu lassen und hochzugehen. Ich deute an, dass sie mir folgen soll. Und das tut sie auch. Wir kommen an. Und nun stehen wir hier komisch rum. Ich entscheide mich dazu, die Stille zu brechen. Also, was würdest du gerne tun? Sie schaut auf den Boden. Sie schaut nach draußen. Und dann redet sie. Der Schnee draußen, er ist echt schön dieses Jahr, oder? Vergiss Bücher oder Fernsehen. Würdest du gerne... Ach nein, das klingt doof. Was denn? Na ne, ich denke, wir könnten... den Schnee zusammen beobachten. Den Schnee zusammen beobachten? Naja, wenn sie will. Hört sich spaßig an. Wirklich? Das denkst du? Mit dir auf jeden Fall. Natürlich würdest das. Juri ist ein bisschen erschreckt von meinen Worten. Zumindest am Anfang. Und ihr Ausdruck... wird immer... Somber, Alter. Ich weiß gerade nicht, was somber heißt. Vielleicht aufgeregter oder so. Warte, warum? Ich beginne einen roten Faden hier zu sehen. Vielleicht sollte ich versuchen und... Boah, ich wünschte, ich könnte gerade googeln, aber ich habe nicht ein einziges Handy hier in der Nähe. Moment, hier. Ha! Was heißt somber? Moment, Freunde. Ich mache jetzt mal live googeln hier, weil ich einfach viel zu faul bin, das zu schneiden. Und wir kriegen das aber hin, sobald die fucking Werbung mal weggeht. Somber Deutsch. So, was heißt das, Freunde? Düster. The fuck? Okay. Ihr Ausdruck wird immer düsterer. Warte, warum? Ich beginne einen roten Faden hier zu sehen. Vielleicht sollte ich da versuchen, dass sich besser fühlt. Ich nutze... die Gelegenheit, um eine Decke zu nehmen und setze mich auf mein Bett. Ich zeige ihr, dass sie sich neben mich setzen soll. Ja, es ist wirklich der letzte Sonntag, glaube ich. Sie sitzt hier. Sie sitzt dort und überlegt für einen Moment. Sie fängt an, ihre Ärmel zu reiben und denkt nach. Warte. Wieso reiben Leute ihre Ärmel, wenn sie nachdenken? Vielleicht ist es etwas wegen Juri. Ich gehe, sie kommt rüber und setzt sich hin. Die Decke um uns beide gewickelt. Und so sitzen wir hier und schauen aus dem Fenster. Es ist ein bisschen, komisch, nichts hinterm Rücken zu haben. Aber wir sorgen schon dafür, dass es klappt. Ich habe meinen Arm um sie rum und sie lehnt sich zu mir. So schauen wir dem Schnee draußen zu. Es ist nicht genug, um ein Blizzard zu sein, aber es ist auch nicht langsam. Ich drehe mich zu Juri.
Sie scheint nicht wirklich Interesse am Schnee zu haben. Es scheint, als würde sie nachdenken. Sie redet. Es ist interessant, oder? Jede einzelne Schneeflocke ist anders als die letzte. Aber trotzdem bemerken wir kaum den Unterschied. Es sind alles kleine weiße Punkte, die sich zu einem Haufen ansammeln. Und das ist eigentlich das, weswegen wir sie so mögen. Die Haufen, die sie formen, das ist wahr. Aber nicht nur das. Aber auch diejenigen, die keinen Haufen machen, schmelzen einfach weg. Unbemerkt. Und keiner, der sich darum Sorgen macht. Eine schöne Kreation der Natur, mit so einer Geschichte zu erzählen. Und sie ist weg. Im Blinken eines Augenschlages. Wow, das ist echt traurig, selbst für Juri. Das ist nicht etwas, womit sie jetzt gerade einfach nur, was sich gerade ausgedacht hat, oder? Auf jeden Fall ist es eindrucksvoll. Aber irgendwas bezweifelt das in mir. Das ist irgendwie komisch poetisch, Juri. Hast du darüber schon mal vorher nachgedacht? Naja, vielleicht ein bisschen. Sie stoppt. Sie schaut runter. Und überlegt, ob sie mir etwas erzählt oder nicht. Ich bemerke, dass sie ihr Mund öfters öffnet und wieder schließt. Was hält sie vor mir zurück? Meine Frage ist beantwortet in dem Moment, als sie anfängt zu sprechen. Fühlst du dich manchmal, als bist du das, Andy? Als würdest du niemals wichtig sein? Bemerkbar? Gemocht bei irgendjemandem? Wow, hast du, Juri? Ich bin irgendwie schockiert am Anfang. Frage ich sie, ob sie damit sich meint? Erzähle ich ihr meine Situation, frage dann. Aber ich habe mich nie wirklich so gefühlt. Was, wenn sie denkt, dass ich nicht damit empathisieren kann? Nun ja, ich bin einfach ehrlich. Ich hatte auf jeden Fall immer mindestens einen guten Freund bei mir, denke ich. Also habe ich diese Gefühle nie gefühlt. Anime, Videospiele und Bilderboards können langweilig sein als Routine. Aber ich habe mich nie einsam und unbemerkt gefühlt. Warum? Fühlst du dich oft so, Juri? Sie beginnt zu reden, aber wird sofort wieder leise und guckt weg. Wir müssen darüber nicht reden. Mir macht das hier gerade Spaß. Mit dir zu sehen, wie die Schneeflocken fallen. Können wir das tun? Ich habe keine Ahnung, ob ich das tun sollte oder nicht. Es würde Juri vielleicht glücklicher machen, aber das wäre nur temporär. Der Schmerz würde sehr wahrscheinlich bleiben. Ich muss gerade entscheiden, ob wir weitermachen oder weitermachen. Ich werde es ansprechen. Das wird Juri zwar nicht glücklich machen, aber man muss darüber reden. Juri, ich werde das Thema nicht fallen lassen. Sag mir, was los ist. Bist du sicher? Ich will es wirklich nicht erzählen. Juri fängt an zu schwitzen. Bist du nervös wegen irgendwas? Sie bricht in Panik aus. Nein, es ist nur ein bisschen heiß. Hier, lass mich das abnehmen. Juri nimmt die Decke und drückt sie zwischen uns. Und lässt sie so, dass nur ich sie habe. Ha, natürlich. Du trägst doch die ganze Zeit diesen Sweater. Hier, nimm ihn ab. Nun ja, das wäre wahr. Warte, lass mich... Sie beginnt, den Sweater auszuziehen, einen Arm rauszuziehen aus dem Ärmel, bevor sie anhält und den Arm schnell wieder reinsteckt. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist das Sweater eigentlich okay. Ich habe einen Kurzärmling drunter, also werde ich nur kalt sein. Dafür ist die Decke doch da. Oder willst du nicht mit der unter der Decke mit mir sein? Nun ja, so habe ich das nicht gemeint, sorry. Es ist okay, wenn der Pulli anbleibt. Juri, ja? Ich sorge dafür, dass das Wetter anbleiben kann. Und auf einmal atmet sie in Erleichterung aus. Aber es gibt eine Sache. Was denn? Roll deine Ärmel für mich hoch. Ihr wisst vermutlich schon seit einer halben Stunde, worum es hier geht. Und ich finde es relativ gut, dass sie es thematisieren. Roll deine Ärmel hoch. Kannst du was für mich tun? Muss ich? Ich wüsste nicht, warum du es nicht tun solltest. Juri ist still. Sie weiß, warum ich frage. Sie ist ein kluges Köpfchen, aber sie will nicht. Und für dieses eine Mal nehme ich die Handlung in die Hand. Ich gehe rüber zu Juri und ziehe ihren Ärmel hoch. Sehr viele Schnitte sind auf ihrem Arm. Von dem Handgelenk, wo ich ihren Ärmel hochgezogen habe. Juri. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer das. Bist du okay, Juri? Das ist natürlich tolle Aussage. Ihr Gesicht wandert von Schock zu Akzeptanz. An diesem Punkt realisiert sie ihre Situation und beruhigt sich ein wenig. Nach ein paar Minuten redet sie mit mir.
Das Gefühl geht nie wirklich weg, Andy. Es wird besser, aber es bleibt. Jeder Moment, den ich alleine verbringe, fühlt sich mehr und mehr an, als würde es ewig so bleiben. Wir werden uns trennen, Andy. Ich will das nicht. Nicht im geringsten, aber es wird sein. Und wenn es passiert, werde ich wieder alleine sein. Es ist alles temporär. Meine Freundschaft mit Monika, Sayuri, Natsuki, alles temporär. Und die permanenteste Sache von den allen, das ist auch temporär. Nicht so sehr, aber es gibt so viele Wege, die einfach, so viele Sachen, die einfach nur enden. Das ist alles. Niemand wiederfinden. Für den Rest meines Lebens alleine. Ich denke für einen Moment darüber nach. Das glaubt Yuri wirklich, oder? Dass sie für immer alleine sein wird. Ich denke nicht, dass sie mir hier genug Credit gibt. Wieso denkst du, dass ich dich verlassen würde? Vielleicht findest du jemand Besseres. Ja? Wer ist besser als du, Yuri? Ist so. Viele. Das ist komplett falsch. Yuri, erinnerst du dich an den ersten Sonntag, den wir zusammen verbracht haben? Ja. Erinnerst du dich daran, wer seine Gefühle gestanden hat? Ich. Oh, verdammt. Sie hat recht. Du hast mit deine Gefühle gestanden. Zuerst. Ungelogen, das ist so ein Männer-Move teilweise kommt, Leute. Ihr sagt so, ah, das habe ich doch gemacht. Und dann erinnert ihr euch, scheiße, das war ich gar nicht. Ah, das ist geil und es ist awkward und es ist witzig. Aber weißt du, wer es gemacht hat, direkt danach? Du, Andy. Genau. Puh, saved. Geil. Gesagt, dass ich dich komplett und ernsthaft liebe bis zum Tag, wo ich sterbe. Was ich getan habe. Was könnte nur der Grund sein, warum du denkst, dass ich was anderes machen würde? Vielleicht. Ich meine, du könntest. Sie scheint irgendwie an einem verlorenen Platz zu kämpfen. Ich lächle. Du, ich denke, du hast recht. Liebst du mich wirklich so sehr, Andy? Yuri, ich habe keinerlei Ahnung, warum du das jemals bezweifelt hast. Ich liebe dich so sehr, dass ich niemals mit einem anderen Mädchen reden würde. Da freut sich Sayuri übrigens, MC. Alles cool. Falls es dafür sorgt, dass du dich besser fühlst. Ich liebe dich so sehr, dass ich Bandagen hole und sie über jede einzelne dieser Wunden lege. Andy, ich lasse sie nicht beenden. Anstattdessen drehe ich mich zu ihr. Ziehe ihren Kopf zu meinem, bis unsere Lippen sich schließen. Sie ist extrem schockiert am Anfang, aber langsam macht sie mit. Es ist ein bisschen komisch am Anfang, aber wir entwickeln langsam einen Rhythmus. Ich wusste am Anfang nicht, was ich tun sollte, aber für jemanden ohne Erfahrung ist Yuri eine extrem gute Küsserin. Das Gefühl ist überwältigend, als wenn mein Körper diese Wärme hätte spüren. Ihr wisst, was ich meine, kein Bock. Diesen Satz jetzt nochmal rauszuholen, Leute, wir sind doch gleich am Ende hier. Ich habe das bisher nur einmal gefühlt, als wir uns damals geküsst haben. Und schon wieder bin ich komplett von Sinn und alles, was ich fühle, ist Glück. Und ich würde sagen, Yuri ist die Einzige, über die ich gerade denken kann. Die Süße ihres Lippenstifts, den sie bestimmt, ich meine, das ist bestimmt so ein Gloss oder sowas. Die Bewegung ihrer Zunge in meinem Mund. Die Wärme ihrer Berührung, ihre Arme um meinen Nacken. Aber ernsthaft, daran kann ich nicht denken. Mein Bewusstsein geht komplett blank. Vielleicht ist es einfach nur Kurzatmigkeit. Nein, es ist Yuri. Just Yuri! Und wenn der Kuss aufhört, fühlt es sich an, als wären es 2 Sekunden und wir beide wollen mehr. Wir starren uns an für weitere 30 Sekunden, versuchen unsere Atmung zu fangen, bevor wir weiter rummachen. An unserer 5. Pause schaut Yuri mich an. Andi, du gibst mir Selbstvertrauen, weißt du? Sie küsst mich weiter, streckt ihre Hand aus und geht in meine Hose.